Immer wenn wir auf unser Ego hören und ungehorsam sind Allah gegenüber, dann fliegen wir aus dem Paradies. Wenn wir auf Allah hören und ihm folgen, mit bester Absicht, dann sind wir eigentlich im Paradies. Das Leben kann paradiesisch sein, für jeden Einzelnen. Allah macht es dir leicht, ja. Er gibt dir Süße, er gibt dir Glauben, er gibt dir Schönheit, er gibt dir Weisheit, er gibt dir Licht, er gibt dir alles, was du willst. Jederzeit, wenn du ihm folgst, wenn du mit bestem Gewissen und mit bester Absicht und mit bester, die Kraft, die du halt hast, entsprechend deiner Kraft, wie du erschaffen worden bist, folgst diesem Weg, geradlinigen Weg, Sirat al-Mustaqim, dann bist du im Paradies eigentlich. Wenn du rausgehst, ja, dein Ego übernimmt die Kontrolle, dann fliegst du aus dem Paradies. Was musst du machen? Du musst um Verzeihung bitten, wie wir heute gesagt haben in der Khutbah. Ja, du bittest um Verzeihung. Also du bereust, du siehst, ich habe Fehler gemacht, ja, habe auf mein Ego gehört, ich bereue und bitte um Verzeihung. Ja, das ist der Weg. Wie Adam hat ja, die Geschichte wissen wir, Adam hat 300 Jahre geweint, und hat 300 Jahre um Verzeihung gebeten, bis er, Allah hat es angenommen, hat gesagt, ich nehme deine Reue an und verzeihe dir und ich zeige dir einen Weg, wie du zu mir zurückkommen kannst. Ja, zurück zum Paradies, zurück zu mir. Und dann hat er gesagt, geh und such Eva und heirate sie. Das war also der zweite Befehl. Weil die Heirat, wenn jemand heiratet, Nikah macht, dann ist er unschuldig. Wenn einer Nikah macht, dann ist er unschuldig, wie ein Baby. Alle Sünden sind weg, alle Dunkelheit ist weg, fängt ein neues Buch an, ist weiß, ja, die alten Sachen sind gelöscht, ein Löschen, ja, wie beim Computer, ja, ein Löschen, Delete. Zero, du fängst wieder neu an. Ja? Also wie ein unschuldiges Kind, was geboren wird, ja? Sag mal so. Bei Nikah ist das so. Auch wenn einer Shahada sagt zum Beispiel. Ja, wie unser Bruder Yassin zum Beispiel, der ist Belgier, der hat jetzt gerade Shahada gesagt. Hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah, ich glaube an Allah und ich glaube an Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja? Ich lege Zeugnis ab, dass das die Wahrheit ist. In dem Moment, wo er das sagt, ist sein Leben von dem Punkt an, ganze Leben bis zu seiner Geburt, ist alles weiß. Keine Sünden, keine Schlechtigkeiten, nichts, alles wie ein neugeborenes Kind, wird auch der Shahada sagt. Ja, mashallah. Deswegen, Alhamdulillah, sind wir Zeugen dieser Heirat und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mit dieser Nikah alle Ehen, die Ehen, die da sind, die Leute, die verheiratet sind, auch den Segen bekommen, ihre Heirat erneuert wird und jung gemacht wird und erneuert wird für das Diesseits bis ins Jenseits, inshallah. Dass Shaitan nicht dazwischen kommen kann und Fitna machen kann. Ja, das ist, da müssen wir aufpassen. Shaitan versucht, der hasst Ehen, ja, weil er hasst den Glauben, den der Mensch an Allah hat, den hasst er. Deswegen versucht er, Eheleute auseinanderzutreiben, Bruder und Schwester auseinanderzutreiben, Familien auseinanderzutreiben, die Brüder auf dem Weg, islamischen Brüder, ja, auseinanderzutreiben, überall Fitna zu machen. Ja. Möge Allah uns schützen, inshallah. Er schützt uns, wenn wir darum bitten, inshallah.